Hallo und herzlich willkommen hier in Schalksmühle. Ich befinde mich hier an der Eisenbahnbaustelle, wo die Gleise unterstützt werden müssen. Das Hochwasser an der Volme hatte die Gleise so leicht unterspült und das ist ein Hang, der würde abgehen, wenn die Eisenbahn darüber fährt. Deswegen muss das heute hier unterstützt werden mit einer Betonmauer. Die Arbeiten haben auch vor einem halben Jahr etwa begonnen. Blueframe Video berichtete darüber. Ich kann das Video ja mal unten verlinken und dann kann man mal sehen, die Baustelle sollte abgeschlossen sein im Januar 2023. Da sind wir jetzt gerade, etwa Mitte Januar. Der 11. Januar ist heute und ich wollte mal zeigen, wie es aktuell hier aussieht. Das Problem ist, die Baustellenarbeiten haben sich hier etwas verlängert, etwa ein halbes Jahr. Na, da könnt ihr mit rechnen. Im Juli ist, glaube ich, offiziell gesagt worden, fährt die Eisenbahn hier wieder. Das ist ja hier die Vollmetallbahn, die das Vollmetall fährt. Rechts von mir ist die Volme. Da kann man nicht viel erkennen und viel sehen. Es ist auch sehr matschig hier und dreckig durch den ganzen Regenfall, den wir hatten. Ihr werdet sehen, die Volme ist auch ziemlich hoch. Deswegen werde ich mit der Drohne gleich fliegen. Hier arbeitet im Moment keiner mehr. Also habe ich mir das einfach rausgenommen, dass ich jetzt hier fliege. Kommentiere das so ein bisschen. Ihr seid dabei. Es werden hier 250 Löcher gebohrt. Die Bohrer zeige ich gleich. Die haben so einen Durchmesser. 250 Löcher werden da reingebaut für ein Fundament. Das wird hinterher voll Beton gegossen. Ich nehme an, da kommen auch so Körbe rein aus Draht. Und darauf wird dann hinterher alles aufgebaut, die gesamte Mauer. Die zweite Baustelle ist hinter mir an der Netto, an dem Netto-Lebensmittelgeschäft. Die sind, glaube ich, fertig. Da fahren wir gleich hin und ich nehme euch mit. Und dann gucken wir uns das auch noch mal an zusammen. Und das ist dann der zweite Teil hier von dem Bericht heute. Wetter ist einigermaßen zum Fliegen. Jetzt nehme ich die Drohne, fliege mal ein bisschen hier rum. Ihr seht dann die Bohrmaschine von der Firma JQCOR Brunnenbau GmbH aus Völklingen 66333. Das ist ein bisschen weit weg. Die sind aber hier, die sind spezialisiert auf sowas. Die Bohrmaschine hinter mir, da kann man die sehen. Die zeige ich auch gleich euch, wie hoch die ist, kann ich auch mal eben messen hier. Das ist gewaltig, das heißt, ihr kommt jetzt mit der Drohne, dem DJI Mini 3 Pro, mit in die Luft. Dann kommt. Na, jetzt zeige ich euch mal, wie groß diese Maschinen hier sind. Wir sind jetzt auf 1,20 Meter Höhe und ich fliege einfach mal hoch und dann können wir sehen, wie hoch die Dinger sind. Das ist schon was Gewaltiges. Ich schätze 12, 13 Meter bestimmt. Das Ende ist noch nicht erreicht. Immer noch höher, höher. Naja, das sind tatsächlich 23 Meter. Mal ranfliegen. Das sind also diese Bohrmaschinen. Ich fliege mal auf die andere Seite, dass man den Bohrkopf auch sieht. Da muss ich allerdings gleich mal nach unten gehen. So, ich drehe die Kamera mal runter. Dann kann man sehen, dass an der Bohrmaschine der Bohrkopf auch dran hängt. Da unten diese ockerfarbene Tonne. Das ist der Bohrkopf. Das ist ein Bohrkopf, der hohl ist. Vorne eine Hartmetallplatte dran hat oder eine ganze Menge Hartmetallplatten. Und die bohren sich hier rein. Das sind so Hülsen, die da gebohrt werden. Und damit kann hinterher das Erdreich rausgeholt werden. Was hier dann auch gelagert wird auf der Seite da hinten. Ich muss wieder runterfahren, weil ich relativ hoch bin, 24 Meter. Der ganze Abraum, der hier rausgeholt wird, aus der Volme, aus dem Volmebett, da fliegen wir selbstverständlich gleich auch noch hin. Das darf laut Bundesbahn nicht mehr verwendet werden. Einmal, was an Abraum bewegt worden ist, rausgebaggert worden ist, darf nicht mehr hinterher zum Auffüllen, zur Stabilisierung des Bahndamms verwendet werden. So ist das hier bei der Bundeswehr. Ja, jetzt geht's mal Richtung Volme. Ihr seht, wir haben, naja, Hochwasser ist es nicht. Vielleicht 2 Meter höher oder 1,50 Meter höher als gewohnt, als wir Normalpegel hatten. Na, Bäume, da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich drehe mal einfach rum. Dann sehen wir mal das gesamte Ausmaß der Baustelle. Man kann da hinten diese ehemaligen Gleise erkennen.
Und auch das Ausmaß, wie groß die Baustelle hier geworden ist. Ich kann mal ganz langsam runterdrehen. Das ist also größer als gedacht. Also ich muss gleich tatsächlich noch mal höher fliegen, um das Ausmaß darzustellen. Wir fliegen einfach mal zusammen runter. Ich hoffe, da kommen wir auch heile wieder raus. Diese Bohrlöcher, die sehe ich tatsächlich nicht. Das weiß ich nicht genau, ob die schon aufgefüllt sind, ob die sofort aufgefüllt werden. Wir haben hier einen Damm, der die Folme von der Baustelle abtrennt. Da stehen auch noch Bohrköpfe rum. Nur Kies zum Auffüllen ist da. Jetzt kann man die alten Gleise ganz gut erkennen. Und was hier tatsächlich damals passiert ist im Juli 2021. Ich sehe auch keine Drahtgeflechte, die da reingebaut werden. Also wo die Bohrungen tatsächlich abgeblieben sind, kann ich nicht sehen. Vielleicht ist auch das mit Wasser gefüllt durch die Folme. Es gibt ja Beton, dem ist so eine Füllung, wo Wasser mit reinläuft, gar nicht so schlimm. Die härten trotzdem aus. Und da hinten ist die andere Seite der Gleise. Ja, jetzt fliege ich mal auf Höhe. Das nennt man bei DJI Rocket. Das heißt, das ist wie ein Raketenstart, geht das nach oben. Da lässt sich tatsächlich das Ausmaß der Baustelle ganz gut erkennen. Ich darf ja 120 Meter hochfliegen, die brauche ich glaube ich heute nicht. Dann düse ich mal Richtung Mitte der Baustelle. An den Fahrzeugen kann man erkennen, da steht ein Transporter, wie groß das hier ist. Jetzt sind die beiden Gleise gleichmäßig rechts und links zu erkennen auf einem Bild. Und hinter mir ist noch der Abraum, den habt ihr ja gerade schon gesehen. Das wird auch mein Titelbild. Ich habe schon gehört, das soll sehr gut aussehen. Das werde ich auch noch mal da reinbringen. Ja, jetzt haben wir hier alles gesehen. Nochmal den Lagerplatz auf der einen Seite. Hier fahren also pausenlos LKW los, die Abraum wegbringen. Das ist also eine ganze Menge, die hier abtransportiert werden. Jetzt fahren wir mal zum Netto. Das ist in etwa, einen Kilometer weiter. Da soll das alles fertig sein, weil der Untergrund aus Felsen bestand. Hier ist das alles nur Steine, Lehm und was da alles so zugehört. Und das ist hinten beim Netto anders. Deswegen gucken wir uns das jetzt an. Ja, auch von hier sieht es schlimm aus. Es ist da oben auch mit einer Plane abgedeckt worden. Es könnte sein, dass da nicht noch mehr Wasser drauf soll und noch mehr ausspülen soll. Aber es sieht schon schlimm genug aus. Wie man sowas jetzt befestigt, kann ich mir noch nicht vorstellen. Es kann sein, dass dann eine Betonmauer hinkommt. Zum Beispiel würde ich das so machen. Ob das so ist, weiß ich nicht. Das werde ich aber sehen. Naja, jedenfalls ist das einer der Stellen oder die einzige Stelle, die es nicht mehr zulässt, dass die Vollmetallbahn nach Brügge fährt und dann rückwärts nach Lüdenscheid hoch. Es kann sein, dass es noch mehrere Stellen gibt, das weiß ich aber nicht. Da habe ich keine Informationen darüber bekommen. Und wann das hier losgeht, weiß ich auch noch nicht, aber das werdet ihr auf jeden Fall als erstes erfahren.
tears in the rain. And I know you have all the strength to find your way as you teach the world to be brave. Follow the light. Ja, den Kilometer hier hochfahren habe ich dann endlich geschafft. Hinter mir ist die Baustelle, die zweite Baustelle mit der Unterstützung der Gleise. Ich war hier schon längere Zeit nicht mehr, aber wie man sieht, ist das fertig. Hier ist die Betonmauer gegossen worden. Der Fels war hier relativ stabil. Da musste man nicht so viel untermauern, Fundamente legen, sondern konnte direkt von unten vom Grund auf aufbauen. Da sind also viele Eisengitter drin, Moniereisen. Ja, da oben stehen noch die zwei Baufahrzeuge. Das Gleis musste ja nicht weggebaut werden, so wie unten an der großen Baustelle. Das Gleis konnte da liegen bleiben. Jetzt wird das vielleicht noch ein bisschen angezogen oder so, könnte ich mir vorstellen. Vermessen auf jeden Fall, dass das sicher befahren werden kann. Hier, da sind so ein paar schöne Steine hingekommen, die sind einbetoniert worden. Das habe ich auch im Verlauf der Folge schon ein paar Mal gesehen. Ich hoffe, das wird nicht als Kletterwand benutzt. Denn das könnte man, so wie das aussieht hier, nicht nachmachen. Aber ich nehme jetzt die Kamera mal runter und dann gehen wir mal ein bisschen hier rum, machen Detailaufnahmen und dann sehen wir mal, wie es hier aussieht. Der Wasserstand der Volme ist ja hier etwas eingeengt, dadurch ein bisschen höher, aber noch nicht in Gefahr. Ich sage da nichts mehr zu. Ah, da hinten steht sogar ein Datum dran, 2022 die Fertigstellung. Finde ich immer gut, machen wir zu Hause auch. Da steht dann noch ein Anno vor und da ist noch ein altes Schalthaus, das habe ich im Sommer auch schon mal gefilmt, das ist unverändert. Immer noch ein, ja, ich sage jetzt nicht Lost Place, sonst kommt ihr alle hier hin. Ah, die Mauer hat vielleicht 30 Meter und hat noch ein Geländer davor. Ich weiß nicht, ob da irgend noch eine Bepflanzung drauf kommt oder irgendwas. Jedenfalls sieht das aktuell so aus hier. Die Bahn kann natürlich hier noch nicht drüber fahren, weil die an der einen Stelle noch ja Schadstoff ist, was ihr gesehen habt. Deswegen ist die Baustelle hier zwar fertig, aber wird noch nicht befahren, logischerweise. Vielen Dank fürs Zuschauen hier, Neues aus dem Volmetal. Auch die meine Drohnenabonnenten, die mittlerweile sehr viel aufgetaucht sind hier bei mir und mich abonniert haben. Die haben natürlich jetzt ein paar Bilder gesehen, was die DJI Mini 3 Pro leisten kann. Deswegen seid ihr auch hierbei. Und wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, hier auch von DJI Drohne oder hier Berichterstattung aus dem Volmetal, abonnieren und einen Daumen nach oben, dann seid ihr wieder dabei hier bei Blue Frame Video. Macht's gut!